Guten Morgen miteinander, ein gutes neues Jahr, viel Liebe und Gesundheit wünsche ich allen miteinander. Wirtschaftsastrologie. Ich bin Konrad Gruber, beschäftige mich seit 1984 und auch früher mit Astrologie, bis seit dieser Zeit beim Deutschen Astrologenverband. Spezialisierte mich auf die Bereiche Talente, Beruf und Berufung im Lebensplan. Seit dem Jahr 2000 Wirtschaftsastrologie, habe da auch eine Ausbildung gemacht. Eine Zusammenfassung, wie ich mit meinem bescheidenen Wissen die nächste Zeit wahrnehmen kann, eine Zusammenfassung präsentiere ich. Die Zusammenfassung meines Vortrags sieht so aus. Im Sommer 2010 haben wir am Himmel das sogenannte Große Kreuz, bestehend aus dem Planeten Saturn, gegenüber Uranus, der rote Strich runter zum Pluto und somit Pluto im Aspekt zum Saturn. In unserer Sprache übersetzt heißt das, wir stehen vor einer enormen wirtschaftlichen Herausforderung. Die Symbole wortwörtlich übersetzt, Pluto, die Bewegung, die Energie, die tiefgreifende Energie, kommt zum Bremsen, wird abgebremst, ausgedrückt durch den Planeten Saturn. Unsere Bewegung, die Bewegung der Energie, der Wirtschaftsenergie, der Finanzenergie wird, so wie es aussieht, ausgebremst und wir sind voll in diesem Prozess drinnen. Dieses große Kreuz lege ich in die Geburtsbilder von den Politikern und Staatshoroskopen. Ich bringe Beispiele von Merkel, Guido Westerwelle, vom US-Horoskop, vom US-Dollar, von China. Es ist nicht möglich, in einem kurzen Zeitraum alle Aspekte mit einzubeziehen, aber ich möchte Ihnen einen Hauch von dem vermitteln, was aus astrologischer Sicht im Moment wahrnehmbar ist. Im Innenkreis Angela Merkel, im Außenkreis dieses große Kreuz am Himmel. Der Saturn von diesem großen Kreuz im Aspekt zum Mond. Im Politikerhoroskop ist Mondsymbol für das Volk. Wie komme ich beim Volk an? Der Saturn im Aspekt, ich gehe in eine Zeit hinein, wo ich beim Volk nicht gut ankomme. Wie das? Saturn? Uranus, Pluto, Saturn. Okay? Der Saturn steht gegenüber dem Uranus. Saturn, ja, und der Mars. So rüber. Das erste Bild zeigte denn das große Kreuz. Dieser Spannungsaspekt. Pluto, Uranus, Saturn. Ja, ein Dreieck. Okay. Und in diesem Dreieck sind viele, viele Planetenzyklen miteinander verbunden. Ich kann nur ein paar jetzt aufführen. Angela Merkel, für Sie wird das Jahr 10, 11 mit Sicherheit sehr schwer, was Ihre Außenwirkung betrifft. Sie tut sich schwer anzukommen. Guido Westerwelle wird es noch schwerer haben. Pluto über Mars und Sonne in der nächsten Zeit. Er wird eine tiefgreifende Veränderung in seiner Lebenseinstellung erfahren, was er jetzt für richtig hält, was er nicht für richtig hält. Da wird er tiefgreifende Prozesse durchmachen. Ich beneide ihn als Politiker nicht. Grundsätzlich, wenn Sie in der Presse Angela Merkel und Guido Westerwelle im Auftreten beobachten, Sie meinen ein wunderschönes Traumpaar. Ich meine, dass es alles andere als ein Traumpaar ist. Der Saturn von Guido Westerwelle, Sonne Uranus, der Kanzlerin gegenüber. Wenn Sie jetzt die richtigen Themen in 2010 bekommen, dann fliegen die Fetzen. Die USA im Innenkreis, das Geburtsbild der USA. Im Außenkreis, das große Kreuz am Himmel. Die Hauptkonstellation der Pluto
ist der Venus des Staatshoroskopes gegenüber. Im Staatshoroskop ist Venus Symbol für die Finanzen, für die Energie, die ausgedrückt wird über Geld. Pluto gegenüber heißt, die Energie der Finanzen erfährt eher eine Aufblähung, wie wenn es in einen Luftballon hineinbläst und dann ist die Gefahr groß, dass es ihn zerreißt. Die Banker würden sagen, die Gefahr der Hyperinflation. Es kommt dazu, dass der Saturn im 90-Grad-Winkel zur Venus steht, was das Ganze nur noch erschwert. Die USA steht vor einer enorm großen finanziellen Krise in 2010, ist meine Kernaussage. Der US-Dollar, dem geht es nicht besser. Im Innenkreis der US-Dollar, im Außenkreis wieder diese Grundkonstellation. Das Wesentliche ist, der Saturn steht über den Mondknoten. Wenn der Mondknoten Symbol ist für Lebensenergie, Ausdruck von Lebensenergie, dann könnte dies den Hinweis geben, dass dem Dollar die Luft ausgeht, dass er in eine extrem schwere Situation reinkommt. Ob der Dollar das Ganze überlebt, ich bezweifle es. Volksrepublik China, das Grundhoroskop. Im Außenkreis wieder diese Grundkonstellation. Der Saturn geht im nächsten Jahr über Sonne, Merkur und Neptun. Im Staatshoroskop Sonne, der Politiker, der Staatsmann, der Lenker, der Ausdruck des Volkes. Saturn drüber, das Volk erlebt eine Einschränkung, eine Reduktion auf das Wesentliche. Wenn die Sonne die Regierung ist, dann kommt mit Sonne Saturn die Regierung massiv unter Druck. Der Handlungsspielraum wird gering. Also müsste die Regierung Reformen einsetzen und wenn sie Pech hat, die Regierung drohen massive Unruhen und Revolution. Der Grundzyklus von Saturn und Pluto. Dieser beschreibt die wirtschaftliche Entwicklung, wie es mit Finanzen aufwärts und abwärts geht. Es ist ein Phänomen, aber ich zeige Ihnen eine Grafik, die scheint dies zu untermauern. Wenn der Saturn bei Pluto steht, es war zuletzt im Jahr 1982, tut mir leid, die Grafik kann man aus der Ferne schwer lesen, hier Saturn bei Pluto. Jetzt beginnt ein ganz neuer Zyklus. Der Saturn bewegt sich bis zum 90-Grad-Winkel von Pluto. Der Pluto bewegt sich leicht vorwärts in einer langsameren Geschwindigkeit. Diese Phase, wenn der Saturn weiterläuft bis zur Gegenüberstellung, gibt es ein wirtschaftliches Hoch. Die Zyklen an den Börsen steigen. An den Börsen geht es wunderbar aufwärts. Und wenn der Pluto dann wegläuft von der Oppositionsstellung rüber zu den anderen 90-Grad-Winkel und wieder runter, dann geht es wirtschaftlich wieder bergab und das zeige ich Ihnen jetzt. Also nach 18 Jahren ist der Saturn dem Pluto gegenüber, das heißt es kommt der wirtschaftliche Umschwung, der war zuletzt im Jahr 2000-2001. Seit dieser Zeit geht es an den Börsen und in der Wirtschaft, in der Weltwirtschaft bergab. Jetzt stehen wir mit dem großen Kreuz im Sommer 2010 an dem Punkt, dass der Saturn von der Gegenüberstellung das Quadrat, den 90-Grad-Winkel zum Pluto erreicht. Und jetzt wird es so richtig spannend. Warum? Diese Konstellation hatten wir zuletzt 1929-30 bei der Weltwirtschaftskrise. Der Vorspann bei uns ist jetzt ganz anders als 1929 und 30. Damals waren die Banken nur einigermaßen stabil. Unsere Banken konnten nur noch durch Regierungen unterstützt und am Leben gehalten werden. Und wenn jetzt in dieser Zeit so eine massive Konstellation eintritt, wie wird das ausgehen? Eine Zusammenfassung. Hier sehen Sie, wie es mit der Börse aufwärts geht und abwärts geht. 2001, 2002 Saturn gegenüber Pluto,
Die Börse erreicht ihren Höchstpunkt. Der Pluto geht in den neuen Richtung Konjunktion. Beide stehen beieinander im Jahr 2020. Und da sind wir jetzt in der Mitte drin. Voll in der Abschwungphase. Wenn Ihnen ein Politiker oder Arbeitsminister erzählt, es geht aufwärts, Sie dürfen es ruhig glauben, ich glaube es nicht. Wir gehen jetzt erst so richtig in Fahrt Richtung Abwärtsentwicklung. Die nächste Grafik macht es noch deutlicher. Das Jahr 2000, Saturn gegenüber Pluto, der Höchststand, und jetzt geht es richtig los. Wir haben den 90-Grad-Winkel erreicht, Saturn zu Pluto, und jetzt geht es ab mit der Börse, jetzt geht es ab mit unseren Banken, tätig sagen, mit den Währungssystemen. Irgendwann XY müsste jetzt dann ja, der Punkt kommen, wo wir ein neues System bekommen. Wie es aussieht, ich weiß es nicht. In unserer Zeit greifen viele Zyklen ineinander über. Pluto geht in das Zeichen Steinbock. Pluto und Steinbock heißt in unserer Sprache übersetzt, es geht um Schulden, Schuldentilgung. Wie können unsere Politiker mit den Schulden umgehen? Wie können sie die Schulden noch handeln? Es geht um die Reduktion der Schuldenlast. Uranus geht jetzt dann in das Zeichen Widder im Jahr 2010. Uranus ist Symbol für Technik, für Erfindung, für Ideen, für Blitzlichtideen. Das ist die gute Nachricht. Mit Uranus in Widder, ich bin überzeugt, wir werden geniale Erfindungen bekommen im technischen Bereich, im Computerbereich und im Automobilbereich. Da werden Erfindungen kommen. Ich kann es mir noch gar nicht vorstellen. Was kann ich tun? Ich bin überzeugt, dass bis zum Jahr 2012 dieser sogenannte Crash kommt. Das ist meine persönliche Meinung aufgrund der Eindrücke der Planetenverbindungen. Mir geht es nicht darum, Angst zu machen oder irgendwelche Informationen zu verteilen, die Ihnen nur Kopfweh machen. Was kann ich tun? Es läuft darauf hinaus, dass wir sparsamer leben, mit weniger auskommen. Wie Sie in Ihrem Vortrag gestern gesagt haben, dass wir Netzwerke bauen, wo wir uns gegenseitig helfen und das Leben sichern. Es geht um ein spirituelles Leben, wo Werte verschoben werden, wo vielleicht das neue Auto, das blitzt, nicht mehr so wertvoll ist, sondern ein inneres Glücksgefühl, getragen von einem kosmischen Sicherheitsgefühl, wo ich das Gefühl habe, ich bin getragen von einer guten Kraft, egal wie Sie es nennen, vom lieben Gott. Das Leben, meine ich, bekommt eine andere Gewichtung. Wenn wir es nicht freiwillig machen, dann hilft das Leben nach. Unterstützung in Netzwerken. Das große Kreuz am Himmel ist Zeichen, es deutet an, nicht nur für das Jahr 2010, sondern für darüber hinaus, dass etwas bevorsteht, was wir uns, zumindest ich, mir noch nicht in der Tragweite vorstellen kann. Vielleicht hat es etwas zu tun mit der Chance, siehe Maya-Kalender, dass wir so etwas wie ein Paradies auf Erden bekommen, wo wir ganz anders miteinander umgehen, wo die Menschlichkeit einen anderen Stellenwert bekommt. Die praktische Anwendung von dem, was ich hier zeigen will. Wer Interesse hat, dem zeige ich in seinem Geburtsbild, wie das große Kreuz in seinen Lebensplan eingebunden ist, was dieses Zeichen am Himmel von 2010 für dich bedeuten könnte und worauf du dich einstellen könntest. Da ist ein Zuckerangebot für 19 Euro am Telefon, eine komplette Beratung zu machen, wo ich dir einfach einen Lebensplan erklär, deine Schwerpunkte, Talente, Ausblick, wo stehst du kosmisch jetzt drin, das große Kreuz, wie könnte das Ganze dich persönlich tangieren und wie kannst du dich darauf einstellen, was kannst du tun.
Das war die Kurzzusammenfassung meines Vortrages. Ich habe nur ein paar Minuten Zeit für Fragen. Ich habe es absichtlich jetzt gerafft, damit Sie noch zum Zug kommen. Welche Fragen haben Sie? Ein paar Bilder vorher haben Sie angezeigt, wo das der Höhepunkt ist, 2001 oder 2000. Und der Tiefpunkt habe ich gesehen etwa bei 2018. Ja. Und erst dort ist dann die Wende, die wirtschaftliche, finanzielle Trendwende. Ja. Ist das so zu verstehen? Ja, ja. Wer jetzt noch in Börsen drin ist, in spekulativen Geschichten, unbedingt rausgehen, wenn Ihnen der Banker erzählt, es wird schon wieder besser, das wird schon wieder besser, es ist immer besser geworden. Er hat ja recht, früher ist es immer besser geworden, aber jetzt nicht. Es dauert noch, bis die Wende kommt. Und diese Wende kommt, wenn wir ein ganz anderes Paradigma haben, wenn wir ganz andere Voraussetzungen haben. Ich vermute, wir haben ein anderes Währungssystem. Weil sowohl der US-Dollar als auch der Euro, diese Hauptwährungen, die ich kenne, stehen auf sehr wackeligen Beinen im Moment. Heißt es, dass es zu einer Geldentwertung dann kommen muss? Müssen nicht.